Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution Herausforderung. Ja, wir spielen wieder weiter. Dafür lade ich das Ganze mal. Hab schon wieder vergessen in meinem Kopf, wo wir stehen geblieben waren. Es liegt daran, dass ich krank war und deswegen eine lange Zeit jetzt nicht aufnehmen konnte, ein paar Tage. Und ihr kennt ja mein Gedächtnis, ne? Ist nicht das Beste. Aber ihr habt wieder sehr, sehr viele Namen für die Dinos in die Kommentare geschrieben. Habe ich alle hier auf dem Zettel stehen. Und ihr habt ganz viele Tipps geschrieben. Also vielen, vielen Dank dafür schon mal. Wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Ach ja, wir haben ja einen Dilophosaurus hier gerade, ja, verkauft. Ne? Das war ja unsere Mission. Wir müssen noch einen weiteren verkaufen. Das heißt, ich brüte schon mal eben hier einen aus. Wo haben wir ihn? Da, ausbrüten. Eieiei, das geht ganz schön ins Geld. Aber was muss, das muss. Und wir können mal eben erstmal die Namensvergabe natürlich wieder machen. Da haben wir die Dracorexe. 4 Stück an der Zahl müssten das sein, glaube ich. Ja. 1, 2, 3, 4. Würde ich sagen, fangen wir hier beim Alpha-Männchen an. Ja, Alpha-Weibchen ja eher. Und zwar nehmen wir da den Namen von Lord Wuschel. Und zwar Draki. Draki ist tatsächlich ein Name, ob jetzt mit IE oder mit Y, ist tatsächlich ein Name, den sehr, sehr viele von euch wollten. Und da würde ich sagen, das Alpha-Weibchen ist dann Draki. Und dieser wunderschöne Dracorex, den nennen wir Kura. Das hat die Saku Saku vorgeschlagen. Dankeschön dafür. Dann haben wir hier einmal Draghi. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Name, der öfter im Chat war. Der ist vorgeschlagen worden von Skill 11. Dankeschön. Draghi. Und zu guter Letzt haben wir da D-Rex. Oh, nein. Warum? Das Unvermeidbare ist also eingetreten. Oh nein. Wo Leben war, ist tot. Da. Aber Sie müssen sich jetzt fragen, ob man das nicht hätte. Das gibt's ja gar nicht. Die Antwort? Natürlich nicht. Der Tod kommt immer. Aber hätten Sie ihn hinauszögern können? Das ist eine andere Geschichte. D-Rex wurde übrigens vorgeschlagen von 5-Pfennig. Vielen, vielen Dank. Dann schauen wir mal, wen es erwischt hat. Na, der Struthiomimus, das habe ich mir fast gedacht. Hildegard, das war's mit dir. Wie alt ist sie denn geworden? Bestand ist 1, das ist schon mal gut zu wissen. Stand da schon, ne? Alter 48 ist gar nicht so wenig, das passt schon. Unterwegs, um Produkte einzusammeln. Trotzdem sehr, sehr schade. Und ich würde sagen, wir machen auch gleich auf jeden Fall nochmal einen Ersatz Struthiomimus. So, was haben wir hier noch? Erreichen Sie eine Inselbewertung von 1,5 Sterne. Haben wir schon fast. Dilophosaurus. Hyangosaurus, genau. Da hat, apropos Hyangosaurus, da hat mir auch jemand in die Kommentare geschrieben, wir können ja den Hyangosaurus zu den Dracorexen packen. Ich schaue mal eben nach, ob das soweit von der Dracorex-Seite aus funktioniert. Idealer Bestand 2 bis 12, also das würde klappen. Wir müssen nur mal schauen wegen der Größe des Geheges, weil müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall, Saku Saku, Dankeschön für den Tipp. Und der Surveyor hat auch noch ganz viele Tipps geschrieben, also vielen, vielen Dank dafür. Einmal, dass Raptoren gut für Besucher sind, aber Elektrozäune benötigen und das mit der Treffsicherheit und auch noch andere Tipps zum Ranger-Team. Aber wir müssen uns jetzt mal kurz auf unseren Park konzentrieren, Leute. Wir haben jetzt gerade hier eine Sturmwarnung. Ich hoffe mal nicht, dass es ein Tornado ist. Ne, sieht nicht so aus. Ja, Leute, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr hier so aktiv mit teilhabt an diesem Projekt. Macht mir mega viel Spaß. Und der Dilo ist fertig, aber das ist gerade ganz, ganz schlechtes Timing. Wir schicken auf jeden Fall direkt schon mal unser Ranger-Team los. Oh nein. Hier muss als erstes hin. Das ist ganz wichtig. Weil Kraftwerk darf nicht ausfallen. Heute wurde vom Sturm beschädigt. Ja, was soll ich machen? Kein Strom. Ja, das habe ich mir gedacht. Meine Güte. Okay. Ich probiere jetzt Souvenirland. Ich glaube, der hier ist schneller dran. Ja, aber ich denke mal, den Sturm haben wir gut abgewehrt. Ich kann eigentlich die Schutzräume wieder aufmachen. Das passt schon. So, der nächste Dilo ist fertig. Sehr schön. Da kommt er.
Dafür braucht er auch keinen Namen in die Kommentare schreiben, weil den verkaufen wir. Hallo, du kleiner Mann. So, ACU-Helikopter. Einmal betäuben, bitte. Was ist denn jetzt hier wieder kaputt gegangen? Meine Freunde. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Da geht aber auch viel kaputt, ne? Hm. Bin echt mega gespannt, ob wir diese Mission überhaupt schaffen können oder nicht. Hm. So, ich würde sagen, wir brüten jetzt aber mal... Was brüten wir denn jetzt aus? Ich wollte eigentlich noch Dilos machen oder Hyango, ne? Hyango brauche ich, glaube ich, für eine Mission. Hyangosaurus mit der Bewertung 39. Dann machen wir das doch mal eben. Bewertung 39. 38 hat er schon. Machen wir hier Wüstenmuster. Dann passt das schon. Und wir gucken mal einmal beim Sozialen. 1 bis 13. Oh, das ist ja chillig. Geil. Guter Saurier. Machen wir mal zwei Stück von. Die kommen damit zu den Dracorexen, wie es Saku Saku geschrieben hat. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Alter, wie er hier langflitzt. Hier. Ist richtig am Driften. Das gesehen? Okay, Forschung müssen wir auch natürlich wieder anschmeißen. Das ist wichtig. Vielleicht können wir ja mal Elektrozäune machen. Wir machen mal den schweren Stahlzaun elektrisch. Und dann können wir vielleicht Velociraptoren machen. Auch wenn die super, super anstrengend sind. Ich glaube, die sind für diese Mission gar nicht so gut geeignet. So, was haben wir denn hier noch? Da, die Lophosaurus machen wir mal auf 100. Und dann können wir die gleich auch ausbrüten. Wo sind eigentlich die Dings auf 100? Wo ich die jetzt ausbrüte? Gar nicht drauf geachtet. Ja, 100%. Perfekt. Sehr gut. Es läuft super eigentlich. Ich überlege gerade, ob wir das Gehege hier nicht noch ein bisschen größer machen dann. Kleines Stück zumindest. Habe ich echt einen schweren Stahlzaun gemacht? Ja, passt schon. Sicher, sicher. Auch Pflanzenfresser können ausbüchsen. So. Wow, geht nicht. Warum nicht? Ach komm, verbaut. Hm. Die büchsen mir jetzt nicht aus, die Dracorex, aber ich denke mal nicht. So, super. Das hat geklappt. Dann können wir eigentlich hinten auch nochmal eine Beobachtungsgalerie machen, wenn wir das Geld dafür hätten. Haben wir. Hm, was für knapp. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Klügste ist. Lohnt sich das? Wir machen es einfach mal. Kann nicht schaden. Und dann würde ich sagen, machen wir nämlich nochmal das Wasser auch noch hier ein bisschen hin. Oh, entschuldigt. Ich habe einen Frog im Hals. So, ich würde das ja rausschneiden, aber ich vergesse das bestimmt. Und dann entschuldige ich mich mal lieber. So. Hm. Ja, läuft. Super. Kein Strom. Ist das das Gebäude hier? Ne, da hinten. Eieiei, was ist denn hier los? Wir haben nicht mehr genug Strom. Ei, nein. Ist ja gar nicht. Oh Gott, wir brauchen ein neues Kraftwerk. Hm. Oder ist da irgendwas kaputt? Nee, ne? Nee. Nix kaputt. Nur da oben. Oh, der Dilo ist ja noch hier. Ups, hab ich ganz vergessen. Verkaufen. Produkt muss eingesammelt werden. Und dann können wir die beiden Hyangos freilassen. Für die könnt ihr auf jeden Fall Namen unten in die Kommentare schreiben. Bis jetzt, ne? Okay.
Alles klar. Weil ich es gerade repariert habe. Oh, der sieht aber putzig aus. Ein ganz süßer Sprung da. Diese Dinosaurier werden nicht nur besser, sondern auch intelligenter. Ihnen ist doch wohl klar, dass das zum Problem werden kann. Ich meine, was passiert, wenn die Schafe herausfinden, dass der Hund allein ist und bloß bellt? Kein Problem. Musste ich den Spruch jetzt verstehen? Ich habe ihn nicht verstanden. Egal, passt schon. Was macht er denn da? Das findet man im Lehrbuch. Wird das gesehen? So, den nächsten betäuben wir natürlich auch. Ah, der Huayangosaurus. Noch ein Mitglied der Stegosaurus-Familie. Ja, kannst du mal sehen. So, was haben wir hier? Schon Kingosaurus brauchen wir nicht. Wir machen eine Wissenschaftsabteilungsmission. Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. So könnten Dinosaurierbewertung auf 1-0, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Wir müssen aber weiter nach Dilo schirfen, tatsächlich. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern. Super, die Mission, die sollten wir sowieso allgemein automatisch machen. Ich hoffe jetzt mal, dass ich das Gehege jetzt reicht von der Größe, müsste aber eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, waldtechnisch ist. Vielleicht muss ich noch ein paar mehr Bäume machen. Wie fühlen die sich denn? Wald, Grasland. Ja, ein bisschen mehr Wald können die echt noch gebrauchen. Hier hinten stört ja niemanden. Dann sollten die eigentlich glücklich sein, die Dinos. Der andere ist auch fertig. So, können wir den auch transportieren. Und dann haben wir wieder zwei neue Dinos in unserem Park. Das ist doch super. Als allernächstes müssen wir uns auf jeden Fall dem Stromproblem widmen. Dafür müssen wir auf jeden Fall nochmal ein Kraftwerk bauen. Mittleres. Können wir uns gerade so leisten. Ich würde sagen, wir sparen noch ein bisschen, dass wir ein bisschen Puffer reinkriegen. Weil ich will nicht unbedingt noch ein kleines bauen. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier hinten noch unterkriegen. Platztechnisch. Nee. Kleines ja, aber kein mittleres. Vielleicht baue ich dann doch erstmal ein kleines. Macht das Sinn? Er meint, ich schaffe hier auch ein mittleres. Oh, das passt auch. Perfekt. Dann mache ich das doch. Super. Dann haben wir unser Stromproblem auch schon mal gelöst. Oh, es läuft gut, es läuft gut. Fossilien, haben wir da Dilo-Fossilien? Oh, haben wir, sehr gut. Ja, extra hier ein Verkaufen. Und dann kannst du wieder weiter auf Mission. Machen wir mal Velociraptor. Vielleicht können wir das Gehege bauen, wenn wir gleich den Stromzaun fertig haben sollten. Ach, da ist er gerade fertig. Ich wollte gerade nachgucken. Ja, super, vielleicht können wir gleich Velociraptor machen. Ich weiß nur nicht, ob mir das nicht zu stressig ist, wenn Stürme und so immer sind. Kann schon nervig werden. Ich sollte auch anfangen, die Krankheiten tatsächlich zu erforschen. Gebäude-Upgrades. Inventarplatz brauchen wir nicht. Neues zusätzliches Forschungsteam. Ich glaube, das lohnt sich auch nicht. Oder? Weiß nicht. Bin ich ja nur noch im Fossilienzentrum beschäftigt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Restaurant. Ich mach mal ein Restaurant, Leute. Solche Sachen bringen immer gut Geld. Und Geld brauchen wir ja ganz viel. Also sollte das eigentlich ganz gut passen. Krankheit aus. Sag mir bitte, dass es eine ist, die ich kenne. Erkältung, okay. Und jetzt geht aber wieder das, einer wird nach dem anderen krank. Prinziplos, ihr kennt das ja schon. Ja, sehr schön, es läuft. Läuft. Wir wollten Dilos machen, aber wir haben kein Geld. Wie viel kostet denn ein Dilo? 300 noch was, ne? 317.000. Was können wir denn da modifizieren? Ja, gar nichts. Ich achte auch wieder nur auf die Bewertung, Leute. Bewertung 72. Also ein bisschen könnten wir die tatsächlich boosten, die Bewertung. Nur ob sich das lohnt, ist die Frage. Das wird ja durchaus auch teurer. Oh, sehr schön. Haben wir ein bisschen Geld reinbekommen durch die überschüssigen Sachen, die gefunden haben. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Ja, hier hinten ist natürlich jetzt wieder, er kehrt zur Basis zurück. Es ist schade, dass man den nicht den Auftrag geben kann.
die Krankheit komplett zu heilen, bevor er zurückfährt. Aber ihr seht, jetzt sind schon wieder zwei krank. Meine Güte. Tut mir echt leid, Leute. So. Komm. Alter. Muss man alles selber machen? Hast du gesehen, wie er wieder hängen bleibt da? So blöd. Meine Güte. Zack. Eins. Zack. Zwei. Oh. Daneben. Wollte ich ganz cool schnell machen, aber geklappt. So. Damit haben wir die Krankheit besiegt. Und zwar alleine, ja. Ohne die KI. So, seid ihr glücklich, Jungs? Ne, ihr seid nicht glücklich. Eieiei. Euch fehlt Wald. Okay. Seid ihr jetzt glücklich? Jetzt seid ihr glücklich, ne? Steigt. Perfekt. Ja, super. Es läuft. So. Boah, ist unsere Dinosaurierbewertung schlecht. Eieiei. Vielfaltstrafe. So viel. Oha. So. 400.000 haben wir. Kraftwerk haben wir gebaut. Das Restaurant braucht. Kommt genau in dem Moment, wo ich sage. Perfekt. Dann würde ich sagen: Fossilien. Sollen wir da noch was erforschen? Den Trodon. Ne, Trodon ist mir zu anstrengend. Ich weiß gar nicht, wie gut der Uluru Titan ist. Ich glaube, den erforsche ich mal. Dann können wir Uluru Titan mal machen. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Von der Bewertung her. Und dann können wir jetzt die Dilos in Angriff nehmen. Genau, das wollte ich ja machen. Bin mal gespannt, ob ich die Mission hier überhaupt fertig kriege oder schaffe. Soll echt nicht so einfach sein, glaube ich. Aber wir werden sehen. Wir kriegen das schon gemeinsam hin. Ihr gebt mir ja auch gute Tipps. Das sollte eigentlich soweit passen. Na, zu teuer. Ich kann erstmal nur einen machen. Ich weiß gar nicht, wie das bei ihm mit dem Sozialen. Habe ich ja gar nicht bedacht. Oh, Sozial 1 bis 12. Perfekt. Das heißt, ich kann sogar den Einzelnen hier unterbringen. Aber ob der sich wohlfühlt bei den Keratos, das ist dann die andere Frage. Die wird sich dann uns auch noch stellen. So, wo ist mein Restaurant? Ja. Die Frage ist, wo batschen wir das hin? Vielleicht mal hier hinten, nehmen wir noch nichts. Hier ist auch eine Beobachtungsgalerie. Oh, why not? Zack, machen wir das hier hin. Preise passen wir natürlich gleich wieder an, dass wir ganz viel Gewinn rauskriegen. Nur den Fossilien. Silber ist schön. Sehr gut. So, dann fliege ich schon mal wieder los. 80.000. Gäste sind glücklich. Wie viele Gäste haben wir? Das ist jetzt mal eine Frage. 1180. Ich glaube tatsächlich auch, dass es sinnvoll ist, noch ein Hotel zu bauen. Ein weiteres. Frage ist, wo? Vielleicht auch hierhin, in diesem Bereich? Hier oben haben wir eins, hier haben wir eins. Würde Sinn machen, ne? Ich meine, wir werden unseren Park ja auch noch hierhin ausweiten. Wie groß ist denn das Parkgelände? Eieiei, wir haben mega viel Platz noch. Okay. Restaurant ist fertig. Dann schauen wir mal, was wir rauskriegen können. Wir machen mal den Jurassic Mampf. 2000 habe ich gesehen. 2000 ist aber nicht so viel. Vielleicht doch hier mit mehr Geld? Noch weniger. Eieiei. Mit dem Steak? Oh, das Steak ist am besten vom Gewinn. So. Ist jetzt auch nicht mehr die Krönung, aber das liegt daran, dass wir noch ganz viele andere Essenssachen haben. Ihr seht ja, das Beste ist tatsächlich das hier in der Mitte zwischen allen Gehegen. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? Da gehen die meisten Leute hin. Der kürzeste Weg von allen Seiten.
Den schicken wir wieder los. Und dann können wir... Na, eigentlich will ich erstmal zwei Dilos machen und dann können wir das nächste Gehege anfangen. Ich wäre schon sehr zufrieden, wenn wir diese Folge zwei Dilos fertig bekommen. Warte mal, Surveyor hat ja auch noch ein paar Tipps geschrieben zur Ranger-Station. Die Treffsicherheit, Dings, dass man die stacken kann. Ja, das wusste ich aber auch schon. Das mit den Ranger-Teams habe ich ja auch schon gemacht, automatisch, was du reingeschrieben hast. Du hast noch einige andere Dinge geschrieben, habe ich mir auch durchgelesen. So, keine Sorge. Auf jeden Fall, vielen Dank. Tipps werde ich auf jeden Fall brauchen. Ich habe auch gehört, dass es gar nicht so gut sein soll, ja, große Fleischfresser und sowas zu machen und anstrengende Fleischfresser, sondern eher Pflanzenfresser. Gerade weil hier häufig Stürme und so kommen und dann büchsen einen die Fleischfresser und so raus und dann essen die Gäste und das gibt ganz viel Minus und bla und blub. Und ja. Deswegen, ich will gar nicht so viel Fleischfresser machen. Mit den Keratosaurus bin ich ja recht zufrieden, die sind recht simpel zu halten. Aber ansonsten wird das, glaube ich, zu kompliziert, wenn wir hier wirklich dann Indominus Rex oder so machen. Ich meine, der ist natürlich saugut für die Bewertung, aber... So, was haben wir denn hier Schönes? Bernstein und Velociraptor. Genom. Sehr gut. Du betäubst den. Das ist auch gut. Wenn das dann hinkriegt. Jo, der Olorotitan ist schon fertig. Cool. Ich weiß gar nicht, warum ich dann nach dem Velociraptor suche, wenn ich ihn eigentlich gar nicht bauen möchte. Ihr könnt es mir ja auf jeden Fall mal unten reinschreiben, ob das gut ist, den zu bauen oder nicht. Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht, aber für die Besucherbewertung wäre er sicherlich gut. Für die Dinosaurierbewertung. Aber er kann auch sicherlich für viele Probleme sorgen. Da gehe ich mal stark von aus. Und ihr wisst ja, Probleme sind nie gut. Was machen wir denn mal? Dann wir machen mal ein paar Krankheiten. Hakenwürmer. Warum nicht? Warum nicht? Na, guck mal hier, die beiden neuen. Sind die nicht süß? Ja. Die haben ja auch voll die Hörner hier an der Seite. Das wusste ich gar nicht. Wie der Gigant Spinosaurus. Aber nicht ganz so groß, glaube ich, ne? Nee. Na, ist schon cool. Das ist schon cool. So, Platin. Oh, perfekt. Und noch mehr und noch mehr. Gut, wir machen jetzt auf jeden Fall das Genom von dem Velo mal auf 100. Dann haben wir das nämlich auch vollständig. Kann ja nicht schaden. So, unser erster Dilo wird... Ey, wie schnell das geht. Eieiei. Forschung ansehen. Machen wir gleich die nächste Krankheit. Was auch immer das ist. Warnvergiftung. Wahrscheinlich nur eine Pflanzenfresserkrankheit. Gehe ich mal von aus. Wir machen noch einen zweiten Dilo auf jeden Fall. Na, zwei sollten auch erstmal reichen. Wo ist er denn? Wo bist du? Dilo? Hallo? Da. Guck mal hier, der Kleine. Im Gehege mit den ganz Großen. Oh, der hat nicht genügend Wald. Oh, das ist uncool. Wie sieht das mit euch aus? Oh, oh, nicht, dass das jetzt in Konflikt kommt mit deren Anforderungen. Hoffen wir nicht. Oh, guck mal, er legt sich direkt schlafen. War ein anstrengender Flug, ne? Das Jetlag. Okay. Ist, glaube ich, jetzt im blauen Bereich. Die Abteilung steht für Spitzenleistungen. Das setze ich voraus. Sie erfüllen die Erwartungen nicht. Zerstören unseren Ruf. Setzen Sie Prioritäten oder verbessern Sie Ihr Ansehen durch einen Auftrag. Was soll das denn jetzt heißen? Wow. Erreichen Sie eine Dinosaurbewertung von 1,0. Ich habe 0,1 erst. Mit den ganzen Dinos habe ich so eine schlechte Bewertung. Guck mal, wie viele Dinos ich habe. What? Wie heftig ist das denn? Was muss ich denn alles haben für eine 1,0er Dino-Bewertung? Das ist ja krass. Naja, meine Inselbewertung ist immerhin schon fast geschafft. Lassen Sie Dinosaurier frei. Ja, ich weiß. Ich muss eigentlich noch einen machen. Was machen wir denn? Machen wir noch einen Dilo?
Ja, komm, haben wir auch 3 Dilos. 3 Keratos, 3 Dilos. Passt. Okay, das müssen wir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was ich für eine gute Dinosaurierbewertung machen muss. Den Oloro Titan machen wir mal als nächstes. Schauen wir mal, was der so bringt an Bewertung. Aber ansonsten läuft es ja gerade echt gut. Kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Ganz viele Dinos am Start. Wie viele verschiedene Arten habe ich denn schon? Hier zweimal Yangosaurus, dann haben wir noch Dracorexe drin. Da sind die Dracorexe. Haben wir noch hier hinten. Edmontosaurus, Dinoceratops, Trotiomimus und Triceratops. Und natürlich Keratosaurus und Dilophosaurus. Das ist gar nicht so wenig. Ich weiß nicht, warum wir so eine schlechte Bewertung haben. Aber wahrscheinlich, weil es alles diese Anfänger-Dinos sind. Erfolgsrate wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Mal zu entwickeln. Schau mal nach. Grabungsteam noch ein weiteres. Ich weiß echt nicht, ob sich das lohnt. Ach Leute, wisst ihr was? Ich mach das jetzt. Wir werden einfach viel schneller Fossilien und so kriegen. Glaube ich nicht schlecht. So, der nächste Dilo. Da kommt er. Dilo ist auch mega cool. Feier ich richtig. Ida, Isa. So, Junge, du wirst auch betäubt. Bestätigt. Zack. Gewinn pro Minute 119.000, ist gar nicht schlecht. Aber die Hammond Foundation-Dings ist schon mega hoch. Eieiei. Machen wir wieder so, dass wir verkaufen erst? Ja. Wir verkaufen wieder erst. Weiß nicht, ob das klug ist, ich mach's einfach. Bevor wieder der Markt gesättigt ist. Oder was auch immer. So, kann gleich wieder los. Was ist mit dem Dilo? Ein Betäubter. Können auch schon mal gucken, was wir noch bauen können. Ja, solche Sachen sind, glaube ich, auch nicht schlecht. Die Gyrosphäre und der Turm da. Oh, hier die natürlich die Einschienenbahnstation ist auch super. Hm. Schon Abwehrstation. Haben wir erstmal genug. Ein Hotel kann ich vielleicht nochmal drauf sparen. Ey, der kriegt's nicht hin, ne? Also wirklich nicht. Richtig schlimm. Ich glaube, ich muss bald mal Treffsicherheit leveln bei denen. Dauert halt mega lange. Und wenn er mal ein Notfall ist und er das nicht hinkriegt und dann meine Gäste verspeist werden, das wäre ganz schön doof. So, den lassen wir auch frei. Damit wäre die Arbeit erledigt. Geschafft. Denkt an die Namen, ne? Unten in die Kommentare. Diese kleinen putzigen Dinger. Hm. Schon wieder Fossilien da. Sehr gut. Platin. Oh, perfekt. Und Sicherheit. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, der wird für uns beide langfristig. Das kriegen wir hin, Junge. Kleiner Pflanzenfresser. Zählt der Oloro Titan als kleiner? Nee, ne? Was ist denn ein kleiner hier? Haben wir hier noch einen? Ankylosaurus zählt jetzt klein. Coritosaurus. Ich gehe mal dahin und hoffe darauf, dass das damit gemeint ist. Oder dass das als klein zählt. So, Junge, kriegen wir es hin? Perfekt. Ah, unser neues Grabungsteam ist da. Jetzt geht's hier richtig rund. Ach, Sturmwarnung. Wir wollen noch den Oloro Titan gleichzeitig mitmachen. Und es kommt wieder ein Sturm. Diesmal mache ich gar nicht die Schutzräume auf, weil unsere Dinos brechen hoffentlich nicht aus. Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Gott, ich bin unzufrieden. Geht das wegen dem Sturm herunter? Oder weil nicht genug Wald? Oh nein, die sind übersozialisiert. Warum? Nee, sind die nicht. Es geht wegen dem Sturm runter, oder? Oder haben die kein Futter? Nee, was ist denn hier los? Die sind bestimmt wegen dem Sturm unzufrieden, die Dudes. Cool. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich hoffe mal einfach, dass die mir nicht ausbüchsen. Noch sind sie nicht im roten Bereich. Der Sturm ist hoffentlich gleich vorbei. Ja, das Gehege macht mir wahrscheinlich am meisten Sorge gerade. Sind ja auch die Fleischfresser drin, ne? Logischerweise. Dinosaurier gedeihen nur bei optimalen Umweltbedingungen. Das sind doch gute Bedingungen, oder nicht? Verstehe das nicht. Ich rate Ihnen, Ihre Tiere stets ausreichend zu füttern. Vor allem in Situationen wie diesen. War das Futter jetzt echt alle? Ich war mir bei diesem Auftrag nicht sicher, aber der Vorstand ist zufrieden. Und Sie sollten es auch sein. Ich weiß gerade nicht sicher, was jetzt Sache war, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur, dass hier schon wieder alles kaputt geht. Ist halt super nervig irgendwie, ne? Was ist denn der? Der füllt die gerade auf. Okay. Die brauchen aber auch echt lange, die Dinger, ne? Also die Jeeps. Ich habe ein neues Angebot, das Sie sich ansehen sollten. Das kriegen wir hin. Super, den Sturm haben wir geschafft. Woran messen wir Erfolg? Köpfe. Oh, das geht jetzt wieder hoch. Das klingt schrecklich. Ja, es geht wieder hoch. In Köpfen. Ja, es wird auch nicht besser. Aber Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Nee, habe ich nicht verstanden. Was auch immer er wollte. Auf jeden Fall, Leute, das war die Folge für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und Tipps und Namen für die Dinos auf jeden Fall unten in die Kommentare. Werde ich auf jeden Fall alles lesen. Und das hilft mir enorm. Also vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig immer was reinschreibt. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal... Ich habe gerade den Bericht über Ihre erfolgreiche Mission gesehen. Wir sollten weiterhin derartige Fortschritte machen. Unterbrich mich nicht. Beim nächsten... Hallo. In der Wissenschaftsabteilung steht Ihnen eine neue Gelegenheit zur Verfügung, wenn Sie Interesse haben. Ja. Und das sollten Sie. Habe ich gerade nicht. Also beim nächsten Mal machen wir dann ein neues Gehege. Wer will mir noch dazwischen reden? Wer fehlt jetzt noch? Okay, beim nächsten Mal bauen wir dann ein neues Gehege und dann schauen wir mal, was wir da reinpacken. Wahrscheinlich den Oloro-Titan oder sowas. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.